Sterben und neu geboren werden. Was oder wer stirbt da eigentlich in uns? Frohe Ostern. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass das Neue Testament, was in der Bibel uns übertragen wird, nicht nur eine Geschichte ist, die vor 2000 Jahren oder vor vielen, vielen Hunderten von Jahren stattgefunden hat, sozusagen eine Biografie, sondern dass das Neue Testament eine Anleitung, eine Beschreibung einer inneren Einweihung ist. Jede Person und alles, was dort bildlich dargestellt wird, kann man auch gleichzeitig als inneren Prozess wahrnehmen, als inneren Prozess, das Licht in sich selbst wiederzufinden. Wenn dann davon gesprochen wird, dass das Christkind in Bethlehem in einem Stall geboren wird, kann man vielleicht auch mal die Variante nehmen, der Stall, das ist mein Herz. In diesem Herz sind Gefühle, Ochs und Esel, Sturheit, Emotionen. Und da in einer Krippe oder auch in einem Gral wird das Christkind geboren, also der göttliche Funken in mir. Dieses Christkind, da wo ich mit der Quelle verbunden bin, dieser Gottesfunke, ist in mir, in meinem Herzen. Wenn da von Herodes gesprochen wird, der alle Kinder umbringen lässt, die jünger als 2 Jahre sind. Herodes ist unser Verstandesbewusstsein, das vielleicht allzu häufig die Impulse, die Intuition, die aus dem Herzen kommt, aus dem Verstand wieder platt macht. Nein, das geht nicht, weil. Eigentlich hast du spontan die Eingebung, bestimmte Sachen zu sagen, einen bestimmten Schritt zu tun, zu handeln. Und dann kommt dein Verstandesbewusstsein und sagt, nein, das ist nicht gut, weil wir so viele Glaubenssätze und Programme haben. Heute ist Montag, Ostermontag. Tag der Auferstehung. Das heißt, vor 3 Tagen wurde etwas gekreuzigt. Man könnte auch sagen, wurde diese Stimme in mir, diese Christusstimme, das, was da intuitiv und oftmals aus meinem Herzen als Stimmigkeit erscheint, es wurde gekreuzt, es wurde sozusagen horizontal, es wurde gekreuzt zum Sterben gebracht, weil ich habe wieder nicht das, was mein Herz mir eigentlich sagt, getan. Also man könnte auch sagen, das, was stirbt eigentlich und was wird wiedergeboren? Sterben tun viele Impulse, die wir direkt aus dem Herzen bekommen, weil unser Verstand sagt, nee, das geht nicht, weil. Und diese Wiederauferstehung bedeutet für mich auch oftmals, dieser Kompassnadel, dieser Stimme im Herzen zu folgen. Diese lebendige Verbindung mit dem All-Einen, diese Verbindung zur Quelle in uns, zu unserer eigenen Essenz, denn wir sind alles göttliche Zellen, wir sind alles Mitschöpfer in diesem Universum. Diese Stimme im Herzen und dieses göttliche Potenzial, dem wieder Raum zu geben. Und wieder dieser Stimme zu folgen und auch dieser Energie der Liebe, das Leben selbst, das ja durch uns durch geschieht. Wir können keinen einzigen Tag sozusagen dazugeben, sondern es wird uns tagtäglich geschenkt. Und auch diese innere Leitung wird uns geschenkt. Und Auferstehung kann man auch so verstehen, dass ich mich, dass du dich wieder mehr dieser Stimme des Herzens zuwendest, diesem natürlichen Impuls, wie die Dinge eigentlich geordnet und richtig und kohärent passieren dürften, sodass alles seinen Platz hat. Wir haben das Wissen in uns. Es ist uns näher als Hände und Füße. Und gut, mit der Zweipunktmethode habe ich gelernt, ganz schnell in diesen Herzraum zu kommen und alles aus diesem Herzraum heraus wirken zu lassen. Die Wirks und die Passierchen. Dr. Professor Dürr kennt noch, ist leider verstorben. Da sprach man diesen Wirks und Passierten. Es wirkt durch mich durch. Es passiert einfach. Und
diesen Stall von Bethlehem, diesen Herzraum wieder zu öffnen, damit das Göttliche durch uns durchwirken kann, ist für mich die Auferstehung. Ein anderes Wesen, ein göttliches Wesen, er steht in mir und darf wirken. Froh ist da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis auf ein nächstes Mal. Ciao, ciao.